Hi, herzlich willkommen auf tubalernen.de. Ich bin Raimund, dein Online-Tuba-Lehrer. Und im heutigen Video geht es um das Thema Übemethodik bzw. Psychologie. Wenn dich die Themen der Psychologie, also wie zum Beispiel die Konzentration und die Motivation interessieren, dann schau dir doch mal meine Examensarbeit an. Die findest du kostenlos als PDF und auch als Hörbuch auf tubalernen.de/Examensarbeit. Kannst du dir kostenlos runterladen und du kannst dir zum Beispiel im Auto hören oder auf langen Zugfahrten. Und da kannst du viel zum Thema Konzentration und Motivation lernen. Jetzt aber zum heutigen Thema. Das heutige Video heißt Ein Schritt vor und zwei zurück. Was meine ich damit? Ich dachte eigentlich immer, ein Schritt vor und zwei zurück ist so eine gängige Sache, die eigentlich jeder Instrumentalist weiß. Jetzt hatte ich aber letztens einen Schüler im Online-Unterricht und er ist auch Teilnehmer in dem Bluebells of Scotland Kurs. Und er war eben dabei, das Stück Bluebells of Scotland zu erarbeiten und hat gesagt, hat eben diese ganzen Schritte, die man da lernt, eben durchgemacht. Das heißt, er hat diese Übemethodiken angewandt, er hat das Stück vertieft in der Art und Weise, dass er es besser verstanden hat. Er hat sich überlegt, welche Töne sind wichtig. Alles, was man eben in diesem Kurs lernt. Und das Ergebnis war dann, das Stück läuft. Was ist jetzt aber nach einiger Zeit passiert? Es lief nicht mehr, obwohl er es doch geübt hat. Er hat es jeden Tag wieder geübt und das Stück lief einfach nicht mehr. Das Problem ist, was soll er jetzt tun? Zwei Schritte zurück. Ein Schritt vor, zwei Schritte zurück. Es bringt nichts, wenn wir das Stück einmal erarbeitet haben und es dann immer wieder im Originaltempo durchspielen am Stück. Es funktioniert nicht. Wir müssen uns immer wieder um die Basics kümmern. Wir müssen immer wieder zwei Schritte zurückgehen und uns mit den Einzelheiten beschäftigen. Das heißt, wir müssen diese ganzen Schritte wiederholen. Wir müssen das wieder langsam spielen. Wir müssen das wieder rhythmisieren. Wir müssen uns wieder überlegen, was sind die wichtigen Töne. Wir müssen das wieder legato spielen und so weiter. Alle Übungsschritte, die dazugehören, ein schwieriges Stück zu erarbeiten, müssen wir immer, immer wieder wiederholen. Warum ist das so? Tuba spielen oder insgesamt musizieren, aber vom Tuba spielen oder übers Tuba-Spielen kenne ich mich zumindest aus, ist halt eine hochkomplexe Angelegenheit. Das bedeutet, du hast ja ganz, ganz viele verschiedene Aspekte, die zusammenkommen müssen, damit es gut funktioniert. Die Einatmung, die Ausatmung, kann man zusammenzählen, Atmung, Stütze. Die Aufgabe der Stimmbänder, die Aufgabe der Zunge, die Aufgabe der Lippen bzw. der Ansatzmuskulatur. Die Feinmotorik der Finger. Das muss alles gut zusammenspielen und es muss vor allen Dingen noch synchronisiert sein mit der musikalischen Vorstellung im Kopf. Wenn jetzt irgendeins dieser Punkte nicht mehr gut funktioniert, wird es unsauber. Zum Beispiel, wenn die Finger etwas zu langsam sind, ne? Dann haben wir jeden Ton, haben wir nicht mehr sondern haben wir oder irgendwie sowas. Wenn mehr als ein Aspekt nicht mehr richtig funktioniert, dann kommt Kraut und Rüben bei raus. Dann kriegst du es nicht mehr hin, ordentlich zu spielen. Und deswegen müssen wir immer wieder zwei Schritte zurück und müssen uns immer wieder mit den Basics beschäftigen. Unter Blechbläsern gibt es diesen bekannten Spruch, übe ich einen Tag nicht, dann merke ich das. Übe ich zwei Tage nicht, dann merken es meine Kollegen. Und übe ich drei Tage nicht, dann merkt es das Publikum. Und da ist leider was Wahres dran. Also wenn du stehen bleibst, ist das so, wie wenn du auf einer Rolltreppe stehst. Also das Üben ist so ein bisschen wie eine Rolltreppe, die runterkommt, hochzulaufen. Und wenn du stehen bleibst, dann bist du halt irgendwann wieder ganz unten. Da musst du die Schritte wiederholen und musst es wieder machen. Es bleibt uns also nichts anderes übrig, als das Problem immer wieder bei der Wurzel zu packen. Und dabei gibt es zwei Ebenen. Die erste Ebene ist, das Problem zu packen auf der Ebene von technischen Übungen, die du sowieso irgendwie täglich oder zumindest regelmäßig machen solltest, zum Beispiel um die Flexibilität zu erhöhen, Bindungsübungen, zum Beispiel um die Präzision zu erhöhen, so Anstoßübungen oder diese 16-Übung aus meinem Warm-up.
immer wieder zu machen, um da einfach die Fähigkeiten hochzuhalten, um die funktionalen Bewegungsabläufe eben zu trainieren. Die zweite Ebene ist es aber eben, die Stücke immer wieder zu reduzieren. Immer wieder zu gucken, was sind die wichtigen Töne, wie kann ich die Phrase gestalten. Kleine Passagen auswendig zu lernen, mental zu üben, schnelle Stellen zu rhythmisieren, mit dem Stück zu spielen, es sehr langsam zu spielen, es legato zu spielen, jeden einzelnen Ton anzustoßen, große Sprünge zu üben. Das sind alles die Sachen, die wir auf der Ebene von Stücken immer wieder machen müssen. Und das sind die Sachen, die du zum Beispiel in den Bluebells of Scotland Kurs lernst, aber zum Beispiel auch in den Etüdenkursen. Die gibt es ja auch in drei verschiedenen Schwierigkeitsstufen, wo du eben diese intensive Beschäftigung mit dem Stück lernst. Also diese Kurse bringen dir praktisch das Handwerkszeug, mit dem du dir die Stücke erarbeiten kannst. Und das Tolle in den Kursen ist, dass wir das gemeinsam durchgehen. Das kriege ich auch immer wieder zurückgemeldet. Wenn ich mit den Teilnehmern der Kurse spreche, die sagen immer, ja, Raimund, das ist toll. Ich habe endlich die Motivation zu üben, weil ich Videos habe, mit denen ich zusammen üben kann. Das Problem ist aber, wenn es dabei bleibt und wenn es keine eigene Gewohnheit wird, die Dinge wirklich so anzupacken. Letztlich musst du das immer selbst machen. Diese zwei Schritte zurück musst du immer selbst machen. Ich könnte natürlich auch in einem Videokurs sagen, wir gehen einen Schritt vor, noch einen Schritt vor, noch einen Schritt vor. Bevor du dir das nächste Video anschaust, gehe bitte nochmal drei Schritte zurück und fange nochmal an. Ist natürlich Blödsinn, weil jeder muss auch irgendwie so seine eigenen Schritte finden und seine eigenen Probleme finden, an denen er arbeiten muss. Das kann ich dir nicht abnehmen, sondern in den Kursen kann man praktisch, ja, man kann das üben und muss es dann praktisch selbst immer wieder umsetzen. So, das war jetzt vielleicht ein bisschen viel Gardinenpredigt, deswegen vielleicht noch was Aufmunterndes zum Schluss. Die Schritte zurück müssen ja auch nicht immer gleich groß sein. Und der Schritt nach vorn, der kann ja auch immer ein bisschen größer werden. Also es gibt natürlich auch einen Fortschritt, wir bleiben ja nicht an einer Stelle stehen. Und wenn man sich das jetzt mal überlegt mit dem Schritt vor und Schritt zurück, ist es ja so, wenn du von einem Punkt X auf einen Punkt Y gehst, mit einem großen Schritt nach vorne, und dann machst du zwei Schritte zurück, dann machst du wieder einen Schritt nach vorne, der vielleicht ein bisschen größer ist, und dann vielleicht zwei etwas größere Schritte zurück, dann machst du einen etwas kleineren Schritt nach vorne und zwei etwas größere Schritte zurück und bewegst dich immer wieder auf diesem Gebiet, dann hast du irgendwann hier einen Boden, der ziemlich festgetreten ist. Und von diesem Boden aus, von diesem Fundament aus, kannst du natürlich weite Sprünge machen und hast natürlich die Möglichkeit, sehr sicher auf einem breiten Fundament zu stehen und dann eben an den Stücken oder an den neuen Herausforderungen besser zu arbeiten. Findest du das interessant? Willst du dein Tuba-Spielen maßgeblich voranbringen? Dann geh doch jetzt mal auf tubalernen.de/Kurse. Dort findest du viele verschiedene Kurse auf unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Da ist für jeden etwas dabei und mit jedem der Kurse kannst du bestimmte ganz spezifische Fähigkeiten verbessern. Und wenn du dir nicht sicher bist, welcher Kurs der richtige für dich ist, dann kannst du dich einfach bei uns melden. Pascal und ich stehen dir da gerne mit Rat und Tat zur Verfügung. Wenn es allzu fachlich wird, dann auf jeden Fall immer ich. Und wenn du technische Fragen hast, kannst du natürlich immer auf uns zukommen, da antwortet dir dann eher Pascal. Du kannst dazu gerne einen Kommentar unter das Video schreiben, welcher Kurs dich interessiert. Und wenn du dazu Fragen hast, beantworten wir die natürlich immer gerne. Und du kannst natürlich uns auch immer eine Mail schreiben. Du kannst an raimund@tubalernen.de schreiben und dann melde ich dir natürlich auch zurück, was für dich eventuell der richtige Kurs sein könnte. Wenn du zum Beispiel jetzt schreibst, ja hallo, ich bin Anfänger, ich spiele jetzt ein halbes Jahr B-Tuba und ich habe noch Probleme damit, dass mir ständig das und das passiert, dann kann ich sagen, okay, vielleicht könnte der Kurs das Richtige sein. Guck dir mal die kostenlose Probelektion an, mach das mal mit und wenn du denkst, dass es das Richtige für dich ist, dann schlag natürlich zu. So, dann war es das für dieses Video. Ein Schritt vor und zwei zurück. Mach deine Hausaufgaben. Ich wünsche dir wie immer viel Erfolg und viel Spaß beim Tuba üben und tschüss. Hi, wenn dir dieses Video gefallen hat, lass einen Daumen hoch da.
Und wenn du mehr zum Thema tubalernen.de rausfinden willst, dann siehst du hier mein neuestes Video. Hier siehst du ein Video, was zu dir besonders gut passt. Und hier findest du alle Informationen zu meinem 6-Wochen-Kurs Tonbildung. Viel Spaß und lass uns die Tuba zum Klingen bringen.